Ohrfeige war nämlich Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Vergessen Sie die Ohrfeige. Und tanzen Sie mit mir diesen Walzer. Was ist das Schönste auf der Welt, wenn dein Arm mich zärtlich hält und die Geige spielt dabei einen Walzer für uns zwei? Das ist das Schönste, das es gibt, wenn ich weiß, ich bin verliebt und du schwörst mir ewige Treu bei dem Walzer für uns zwei. Und es ist Mai und die Bäume sind grün, Wolken ziehen, Blumen blühen und mittendrin tanzen wir zur Musik im Dreivierteltakt ins Glück. Das ist das Schönste auf der Welt und das kriegt man nicht für Geld. Diesen Kuss und diesen Mai und den Walzer für uns zwei. Die Stubenmädeln, das weiß beinahe jedes Kind. Die sind das Frechste, das man in Wien heute findet. Sie kokettieren gern, recht fleißig mit den Herren. Doch jede andere Arbeit, die tun sie nicht gern. Von Mühe und Plag, da ist ihnen gar nichts bekannt. Und wenn die Hausfrau ruft, sind sie nie bei der Hand. Doch geht der Herr vom Haus am Abend heimlich aus, dann kommt er oft im Stummel und morgens nach Haus. Im ganzen Kaiserreich weiß drum ein jeder gleich, ist eine erst Frau die kann nur ein Stummel sein. Auf Stubenmädeln wirkt schon seit jeher enorm der Zauber einer siegreichen Kriegsuniform. Ein Säbel macht sie wach, ein Schack macht sie schwach. Und wenn sie Sterne sehen, ja, dann gehen sie gleich nach. Bei Stubenmehl nach, da gewinnt oft bei Nacht. Die Uniform alleine bereits jede Schlacht. Und bist du Offizier, mein Freund, dann rate ich dir, ergreif die Flucht, sonst rettet dich nichts mehr vor ihr. Walzer für uns zwei, das ist das Schönste, das es gibt. Wenn ich weiß, ich bin verliebt und du schwörst mir ewige Treu bei dem Walzer für uns zwei. Und es ist Mai und die Bäume sind grün, Wolken ziehen, Blumen blühen und mittendrin tanzen wir zur Musik im Dreivierteltakt ins Glück. Das ist das Schönste auf der Welt und das kriegt man nicht für Geld. Diesen Kuss und diesen Mai und den Walzer für uns zwei. Jedes Kind. Die sind das Frechste, das man in Wien heute findet. Sie kokettieren gern, recht fleißig mit den Herren. Doch jede andere Arbeit, die tun sie nicht gern. Von Mühe und Plag, da ist ihnen gar nichts bekannt.
Und wenn die Hausfrau ruft, sind sie nie bei der Hand. Doch geht der Herr vom Haus am Abend heimlich aus, dann kommt er oft mit dem Stummel morgens nach Haus. Im ganzen Kaiserreich weiß drum ein jeder gleich, ist eine erst Frau rein, die kann nur ein Stummel sein. Auf Stubenmädeln wirkt schon seit jeher enorm der Zauber einer siegreichen Kriegsuniform. Ein Säbel macht sie wach, ein Schack macht sie schwach. Und wenn sie Sterne sehen, ja, dann gehen sie gleich nach. Bei Stubenmädeln, ach, da gewinnt oft bei Nacht. Die Uniform alleine bereits jede Schlacht. Und bist du Offizier, mein Freund, dann rate ich dir, ergreif die Flucht, sonst rettet dich nichts mehr